Im Alkoholrausch fallen bekanntlich die Hemmungen und oft auch dann später die Hüllen. Denn viele Menschen kennen das, wenn sie alkoholisiert sind. Man bekommt in einer bestimmten Phase des Rausches mehr Lust auf Sex. Und der Gegenüber vielleicht auch. Und so kommt es vielleicht auch schneller zum Sex. Und das habe ich erlebt. Und das kann sehr schön sein. Auch das habe ich erlebt. Es kann aber auch in einer Vollkatastrophe, Vollblamage und in einer Riesenscham enden. Man denkt sich, oh mein Gott, was habe ich da gemacht? Ich bekomme nichts mehr hin. Und diese Dinge, und auch das habe ich erlebt. Und mit fortschreitender Sucht wird das immer schwieriger. Ich kann berichten von Libidoverlust. Wir sprechen über einer fast quasi nahezu Impotenz, aber auch meiner Abstinenz, als ich aufgehört habe zu trinken. Wie war das gewesen, nüchtern Sex zu haben, wenn man das jahrelang nur unter Alkohol kennt? Muss man es dann quasi neu lernen? Was sind die Probleme? Heute sprechen wir über Sex in meiner Alkoholsucht, chronologisch bis in die Abstinenz. Was war besser gewesen? Was waren die Probleme? Was waren vielleicht auch die schönen Sachen? Und was ist das übergeordnete Problem generell? Sex und Alkohol. Bis gleich. Servus Leute, grüßt euch, Sonntag 16 Uhr, Flaschengeistzeit. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem Video. Und heute sprechen wir endlich mal über das Thema Sex und Alkohol im Alkoholrausch. Let's talk about Sex. Viele von euch haben mich angeschrieben und haben gesagt, hier kannst du eigentlich mal darüber sprechen, weil man da oft nicht drüber spricht. Sehr schambehaftet, sehr intimes Thema. Das ist ein Thema, wo man sich auch oft dafür schämt oder auch vielleicht Dinge rückgängig machen will oder sich später nicht erklären kann. Und doch zeigt es sehr viel über die Verzweiflung in der Sucht. Schrittweise. Doch wir fangen chronologisch an. In meiner Geschichte, in meiner Alkoholsucht. Leute, die neu auf dem Kanal sind, ich war tief alkoholabhängig gewesen, war im Alkoholentzug. Das Video werde ich euch an der Stelle verlinken. Und bin seit 10 Jahren abstinent. Ich habe mit 18, 19, als die Trinkmengen größer wurden und ich auch schon eigentlich jedes Wochenende auf Party gegangen bin, das erlebt, was wahrscheinlich viele Menschen erleben. Und ich pauschalisiere das jetzt so, bitte münzt das nicht auf jeden Einzelnen. Das kann sich natürlich bei jedem anders bemerkbar machen. Ich glaube nur, dass es bei vielen Menschen so ist, dass Alkohol erstmal so einen kleinen, das klingt so verherrlichend, meine ich aber gar nicht so, so einen kleinen Appetizer auf Sex macht. Denn was Sex angeht, dazu gehört ja, wenn es jetzt nicht gerade unser Partner ist, man kann ja auch Single sein, dass uns jemand gefällt und allein schon das Ansprechen fällt uns schwer meistens, also mir ist es jedenfalls schwer gefallen. Und der Weg bis zum Akt ist dann unheimlich schwer, wenn diese Hürde schon mal nicht gebrochen wird. Ihr versteht, was ich meine. Und da ist es auch so, dass man auf zwei Ebenen der Alkohol quasi dazu uns animiert oder appetized, Sex zu haben. Das ist einmal natürlich die Hemmung mental, dass wir nicht mehr so ein großes Problem haben. Und das war bei mir auch so gewesen, wobei ich eigentlich nie Frauen angesprochen habe in der Disco oder sonst irgendwo auf Partys oder ja, diese Sachen, sondern ich habe immer versucht, so ins Gespräch zu kommen. Das hat sich dann entwickelt. Aber trotzdem baut es eine Hürde ab. Wir trauen uns mehr. Und dann ist es auch so, dass man vielleicht stärker flirtet oder vielleicht auch direkt fragt. Hast du nicht Lust? Das habe ich auch erlebt. Das war sehr interessant gewesen. Und ich denke, jeder Mensch kennt das oder sehr viele werden das vielleicht kennen, dass sie alkoholisiert dann Lust bekommen haben, der Partner, die Partnerin auch Lust bekommen hat. Und dann hat man nach der Feier oder die Feier verlassen oder nach der Feier, nach dem Feier, nach dem Trinken, nach was auch immer, im Rausch Sex gehabt. Und zu dem Zeitpunkt, 18, 19, vielleicht noch 20, vielleicht auch noch 21, war es meistens so gewesen, dass ich das noch relativ gut konnte und es auch Spaß gemacht hat. Denn das soll auch nicht verherrlichend sein, ich versuche das wirklich nur zu beschreiben, neutral, wie ich es erlebt habe. Auch beim Sex gibt es ja vielleicht Bedürfnisse, die man so normalerweise nicht äußert oder vielleicht innerliche Blockaden, die man in sich aufbaut, weil man denkt, man müsste jetzt eine Leistung erbringen oder man muss besonders gut sein oder man muss den anderen befriedigen oder man wird daran gemessen oder jetzt kommt es drauf an. Und zu der Zeit war es auch noch so gewesen, dass man sich leider Gottes, also bei mir, noch damit gebrüstet hat, mit wem man vielleicht im Bett gewesen ist oder sowas. Also nicht immer, aber zum Teil war sowas auch, gab sowas auch. Und da will man natürlich nicht so eine Story erzählen, dass da überhaupt nichts gelaufen ist und nichts ging. Also auch das hat ganz früher eine Rolle gespielt. Heute lache ich darüber, aber damals war das eben und so gewesen. Und da herrscht eben nüchtern ein sehr großer mentaler Druck. Also es kann ein großer mentaler Druck drauf herrschen. Und der Alkohol
nimmt den ein Stück, mir hat den ein Stück weggenommen. Man war auch da hemmungsloser. Genauso wie der Alkohol die Angst wegnimmt, hat er da auch die Angst vorm Versagen und diesen Druck weggenommen. Das hört sich jetzt ziemlich verherrlichend an. Ich betone es nochmal. Ich versuche es neutral zu beschreiben. Denn der Bumerang kam auch da. Und so hat das meistens irgendwie funktioniert und vor allen Dingen, und das ist auch sehr wichtig, in einem bestimmten Teil des Rausches hat es noch gut funktioniert und hat sozusagen vielleicht die Dinge in dem Sinne gesehen einfacher gemacht, wegen Blockade abbauen, Druck weg, Angst weg, aber ab einem bestimmten Moment, und der durfte nicht erreicht sein, und den kennt ihr vielleicht auch, vor allen Dingen die Männer kennen den, das bekannte: Ich kann nicht mehr, da unten läuft nichts mehr. Ich will irgendwie zwar, aber es funktioniert nicht mehr. Und dieser Grat ist sehr schmal. Und auch das habe ich zu den Zeitpunkten punktuell erlebt, wenn man noch irgendwie der Kopf wollte, aber das Fleisch war schwach. Ihr wisst, von was ich spreche. Und da kam es zu natürlich auch peinlichen Situationen, dass man wollte, aber es eben nicht ging, dass da unten sich nichts mehr gerührt hat und man verzweifelt versucht hat. Und ich brauche, glaube ich, jetzt keine Details zu beschreiben. Ihr wisst, von was ich rede, und es hat nicht mehr funktioniert. Aber es gab auch so schmale Grade, und da hat man probiert und es ging, aber mittendrin ging es nicht mehr. Und ich habe es auch schon mal erlebt, dass ich so betrunken war und die Partnerin auch, dass wir tatsächlich währenddessen beide eingeschlafen sind. Und irgendwann ineinander aufgewacht sind. Und ich sag euch, das war nicht nur peinlich, weil uns das passiert ist und man nicht wusste, wie man dann mit dem Moment umgeht, sondern, und das fällt unter die Kategorie too much information vielleicht, aber ich sag's trotzdem, man riecht nach ein paar Stunden gewisse Sachen, die man vielleicht nicht riechen möchte dann. Und so zieht man sich dann wieder an und seine Disclock-Klamotten und fährt dann nach Hause und fragt sich, was man da getan hat und was einen dazu bewogen hat, das zu tun. Es ist also nicht nur der Akt an sich, es ist vieles drumherum, was einen beschämt macht. Ich habe es aber auch erlebt, dass ich diese Grenze, von der ich gerade gesprochen habe, fast erreicht habe, aber es noch ging, aber es halt nicht zum Ende gekommen ist und das quasi in einer Endlosschleife geendet ist und man sich nach anderthalb Stunden eigentlich nicht mehr konnte von der Kondition, von Muskeln, es ging nicht mehr. Man war wach, aber man konnte das nicht zu Ende bringen. Also auch das habe ich erlebt. Das habe ich, glaube ich, einmal erlebt. Ich glaube, all das, was ich gerade erzählt habe, kennt der ein oder andere mehr oder weniger. Ich glaube, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches und vor allen Dingen auch nicht Suchtspezifisches. Das kennen auch viele Leute, die einfach ganz normal Alkohol trinken und dann Lust bekommen. So, ne? Ich denke, da kann sich jeder was drunter vorstellen, und das ist jetzt auch nicht der große Mehrwert in dem Sinne. Der kommt aber jetzt, hoffe ich. Denn mit fortschreitender Sucht war es nicht nur der Akt. Es war auch so gewesen, dass man natürlich und in der Phase meiner Sucht, wo ich mich immer mehr sozial zurückgezogen habe und immer depressiver auch wurde, habe ich auch, als ich zum Beispiel Single war, Anfragen gehabt von Frauen, eindeutige Anfragen: Hast du heute Abend Lust? Zum Beispiel sowas. Das ist ja nichts Verwerfliches, wenn beide Single sind. Da kann man ja, wenn man sich einig ist, machen, was man will. So sehe ich das. Und ich habe, und das ist jetzt was sehr, sehr Wichtiges, der alkoholkranke Mensch in der Alkoholsucht, so war es bei mir gewesen, führt einen Kampf in sich. Denn ich war beispielsweise auf der Arbeit gewesen und habe so eine SMS bekommen. Und dann habe ich aber auch gewusst, und das war für mich zu dem Zeitpunkt schon so gewesen, es kommt gar nicht in Frage, dass ich heute Abend nach Feierabend nicht trinke. Das heißt, ich habe Feierabend gemacht, bin nach Hause gefahren, habe darauf noch nicht geantwortet, weil ich musste erst trinken, durfte aber nicht zu viel trinken, dass ich dazu noch imstande war, wollte aber genug trinken, um genug Hemmungen abzubauen, um genug Lust drauf zu haben. Denn ohne Alkohol hatte ich kaum mehr Lust darauf gehabt. Also es hat nichts damit zu tun, dass man die Frau, und das ist ganz wichtig, wenn es Angehörige hören, die Frau nicht ästhetisch ist, dass man die nicht geil findet oder sich denkt, boah, nein, das ist alles so. Das ist alles so. Aber es ist ein innerlicher Konflikt, es ist auch ein Konflikt auf der emotionalen Ebene, auch auf der affektiven Ebene. Denn wie ich auch schon im
Angststörungsvideo, da habe ich auch erzählt über Sex und Liebe und sowas, erzählt habe, greifen da Dinge, die sind nicht unbedingt der Entzug, aber die sind so Nervositätszustände, Stresszustände, depressive Zustände. Und Kurt Krömer hat es auch erzählt, er war in seiner Depression fast impotent gewesen. Das ging zwar nicht in die Richtung, ich konnte schon, aber ich musste mich irgendwie dazu zwingen. Es war eine innerliche Blockade gewesen, es war der Wunsch zu entspannen. Und dieser Wunsch zu entspannen nach Alkohol, diese Erlösung, von der ich die ganze Zeit spreche, der war größer gewesen, als darauf einzugehen, heute Abend dorthin zu fahren und Sex zu haben. Aber ich wollte irgendwie beides. Und so habe ich mir immer eine Hintertür bei solchen Anfragen offen gelassen und habe gesagt, ja, mal gucken, nicht ganz drauf geantwortet oder vielleicht abgesagt. Ich habe mich auch schon dagegen entschieden. Ich habe mich gegen ein Treffen mit einer Frau entschieden, wo es um Sex geht, bewusst, weil ich vielleicht einen Scheißtag hatte, wo es mir nicht gut geht, wo ich Angstsymptome hatte, vermehrt wieder Stresssymptome auf der Arbeit und ich wusste, heute Abend geht es ums Trinken. Aber dann ist sehr oft Folgendes passiert. Ich habe alleine zu Hause gehockt und habe getrunken. Habe getrunken. Und der Alkoholrausch hat eingesetzt. Und er wurde wärmer, die Sorgen sind mir abgefallen, wie das so ist. Es wird wärmer. Und dann war doch da was gewesen. Und plötzlich kommt da doch dieser Drang oder dieser Funke und diese Lust auf. Und wie oft habe ich es gemacht, dass ich spätabends, teilweise mitten in der Nacht, so eine Anfrage doch noch beantwortet habe, angerufen habe, gesagt habe, ey, wollen wir uns nicht doch treffen? Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, und das war mir so peinlich, es ging nicht um den Akt. Und dann habe ich es auch schon erlebt, dass die Frau dann gesagt hat, okay, hol mich ab zum Beispiel. Und ich bin dann dahin gefahren noch, obwohl ich schon sehr alkoholisiert gewesen bin, die Dame abgeholt habe, an die Tankstelle gefahren bin, mir noch eine Whiskyflasche geholt habe, denn ich musste verhindern, dass der Alkoholpegel abfällt, zu Hause noch nachgelegt habe, dann versucht habe, eben diesen Punkt nicht zu überschreiten, dass das auch noch gelingt, was ich davor habe, es noch schön wird. Und mir war total gleichgültig gewesen, wie die Frau das in dem Moment findet. Das wurde dann so hingenommen und dann war es teilweise so, dass das vielleicht noch funktioniert hat, aber teilweise auch nicht. Ich hatte einen Abend gehabt, wo genau das passiert ist und ich nicht mehr konnte. Ich wollte, habe mich aber übernommen und als es dann soweit war, ging es nicht. Ich bin dann so berauscht eingeschlafen, total ja, betrunken eben. Und als ich aufgewacht bin nächsten Morgen, war ich alleine. Und dann bin ich aufgestanden und habe so ein kleines Board an meiner Tür. Und da stand dann drauf, sauf nicht so viel. Liebe Grüße und dann der Name der Frau. Also, ich will damit nur sagen, es ist in mehrerer Hinsicht schambehaftet und peinlich. Und weil es offenbart ja, also in dem Moment hat es ja nur eins offenbart. Ich habe am tagsüber gesagt, nein, ich kann nicht. Betrunken angerufen, abgeholt und dann ging es nicht mehr. Mit einer Whiskyflasche in der Hand. Es ist ja offensichtlich, was für ein Problem ich da habe. Und das war so ein Offenbarungseid, weil es geht in die intimsten Bereiche. Und wenn man sogar so ein Grundbedürfnis, auf das man so eine Lust hat. Und jetzt, come on, an alle Männer, wenn eine hübsche Frau, wenn ihr Single seid, ihr wisst doch, da müssen schon viele Gründe dagegen sprechen, oder? Ich meine, es kann jeder für sich entscheiden. Es ist keine, ich will keinem hier, aber dann sowas draus zu machen, es ist eigentlich ein Offenbarungseid, in was für einer Situation man steckt, wenn man bei sowas so vorgeht und im Prinzip die Abwägung macht, dass man dem Alkohol, also, um es vielleicht mit einem alten, nicht befürwortbaren Präsidenten zu nennen, Alkohol first. Im Prinzip ist die Bottomline das, Alkohol first. Und man findet doch Frauen, die das irgendwo mitmachen, die vielleicht aber auch dieselbe Thematik haben und da
sozusagen wirklich mit einstimmen und auch trinken. Und was richtig peinlich gewesen ist, und deswegen sage ich auch immer, lasst, wenn ihr betrunken seid, die Finger vom Internet. Als in zu meiner Zeit war es zum Glück so gewesen, dass die Smartphones, glaube ich, noch nicht da waren oder gerade gekommen sind. Ich weiß es nicht, das ist schon so lange her. Ich hatte noch keins gehabt jedenfalls. Aber es gab schon Facebook und es gab schon StudiVZ und diese Sachen. Also man konnte schon online kommunizieren, so aus der Steinzeit bin ich jetzt nicht. Und dann habe ich angefangen, teilweise betrunken, in dieser Rauschphase, wo man dann doch Lust bekommt. Und wenn jetzt jemand irgendwie und entweder im Handy anzuschreiben, total betrunken, na, wie geht's, alles klar? Oder im Facebook, ah, hallo, alles klar bei dir, wie geht's? Oh, ich wollte nur fragen, was machst du denn gerade so um 12:30? So finde ich Lust? Ja, ich sehe das jetzt sonst lächerlicher, ne? Aber also, total bescheuert, also... Ich habe, boah, also solche Dinge, deswegen lasst die Finger davon. Man macht nur Scheiße, man blamiert sich nur, man denkt nächsten Tag, meine Güte, was habe ich da gemacht? Man guckt in den WhatsApp gab es noch nicht, aber in den SMS-Verlauf, man guckt in den Facebook-Verlauf, man guckt sich das alles an und das Problem ist an der Sache, das wird ja immer schlimmer, weil mit dem Handy, man kann sofort alles auf Instagram machen, sofort Story hier und unüberlegt und das sehen dann, man kann es nicht mehr rückgängig machen, selbst wenn man es löscht, legt das Handy weg, macht das nicht. Deswegen, ich habe sogar einen, es ist krass, Alter, ich habe sogar letztens einen Bericht gelesen, dass Stars heutzutage nahegelegt wird, oder Influencern auch, als Stars ist ein großes Wort, aber Influencern und so halt nahegelegt wird, dass die ihr Handy nicht mitnehmen sollen, wenn die feiern sind. Weil das scheiße für die Community ist, weil die halt immer besoffen Kack-Stories gemacht haben im Suff. Und da hat das Management gesagt, hör auf, dein Handy mitzunehmen. Und nur deswegen gibt es auch so Videos wie dieses Bekannte von Xavier Naidoo, wo er da vorm Laptop, ihr kennt das Video, weint um die Kinder und sowas, ne? Oder Til Schweiger gab es mal so ein Video oder ganz, ganz viele Beispiele gibt es. Das gibt es nur, weil wir die Möglichkeit haben, in dem Moment, wo wir diese Intuition spüren, das direkt in die Kamera live zu sagen. Und jeder hat diese Möglichkeit. Früher hätte man das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Und diese Eskapaden nur in kleinerer Form, die habe ich ja auch gehabt, andauernd. Aber so halt nur, dass das vielleicht eine Frau und eine Dame mitbekommen hat. Deswegen... Auch bekomme ich oft die Anfrage von Angehörigen, das ist komisch, wir haben uns getrennt, der hat ein Alkoholproblem, aber manchmal meldet er sich nachts und fragt, wie es mir geht. Also denkt auch mal an sowas, denn die Libido, und das ist der nächste Punkt, die geht immer weiter runter, denn als ich mit fortschreitender Sucht natürlich immer depressiver geworden bin, habe ich auch immer weniger Lust auf Sex gehabt und nochmal, Alkohol first. Und es ist unheimlich schwer, wenn man diesen Kampf führt, die Sucht zu verstecken, den Konsum zu takten, trotzdem noch zu funktionieren, allen gerecht zu werden und dann noch eine Beziehung zu führen, das geht schon kaum, aber dann noch einen Zeitslot zu finden, wo man Sex hat, wo man körperlich funktioniert, selber auch noch Lust drauf hat. Wie will ich denn heute wissen, ob ich morgen Abend Bock drauf habe? Ich kann nur spekulieren, es drauf ankommen lassen und so eine Situation erleben, wie ich sie eben gerade geschildert habe. Das kann ich aber nicht zu oft machen, das machen nicht alle Frauen mit. Oder ich offenbare mein offensichtliches Problem, was ich auch nicht will, was mit Scham behaftet ist. Deswegen werde ich es nicht tun. Und ich habe auch schon Abende gehabt, wo ich vielleicht bewusst Dinge abgesagt habe und lieber getrunken habe, weil ich einfach total depressiv gewesen bin. Ich habe keine Lust gehabt. Und auch der Alkohol hat diese Lust nicht zurückgeholt. Vielleicht ganz punktuell, aber da war ich schon in so einem Zustand gewesen, da ging fast gar nichts mehr. Und so kommt es auch dazu, wenn man dann irgendwann mal feiern ist und doch mal vor die Leute, in die Masse geht, auf Party geht und sowas, dass man auch erst in einem Zustand, also das habe ich auch schon erlebt, einmal, wahre Geschichte, ich bin auf einer Party gefahren und ich bin da mit einer Bekannten hin, einer Freundin ist viel gesagt, aber wir waren öfter feiern, man kannte sich damals so und ich wollte eh immer feiern und man hat so geschrieben, lass mal heute Abend zusammen dahin. So, ne? Und dann sind wir in die große Disco gefahren, sie ist gefahren und sie hat so ziemlich am Anfang des Abends mich total offen gefragt. Ich fand es eigentlich sogar teilweise bewundernswert, dass sie das so offen sagt, weil ich hätte das nicht gekonnt. Und sagt so, hier, sag mal, hast du Lust? So, ich wusste nicht, ich habe mich erstmal doof gestellt. Ja, komm, hast du Lust, so miteinander ein bisschen Spaß zu haben, so nachher vielleicht, ne, bei mir? Ich war so voll verdutzt gewesen. Ich wusste nicht, wie ich reagieren soll. Ich war überfordert. Ich habe noch nicht so viel getrunken gehabt. Und dann weiß ich noch, dann sagt sie so, jetzt komm schon, das ist doch nur Sex, Mann. Was stellst du dich so an? Und im Prinzip hat sie schon recht, aber
Ich war total überfordert und hab so rumgedruckst und so. Und das hat mir gar nicht ähnlich gesehen. Die sagt mir so, komm, du bist doch sonst so ein. Die hat mich ein ganz anderes Bild von mir gehabt. Und jetzt druckst du so rum und ich konnte ihr so keine, nur so halbgarre Antwort geben. Und im Prinzip war da die Intuition schon, also da war ja eigentlich mein wahres Ich gewesen. Vielleicht das unsichere Ich, das nicht selbstbewusste Ich, dass ich das erstmal das Elixier braucht, dass ich erstmal dorthin trinken muss, dass es dann derjenige sein kann und auch die Lust und auch funktionieren kann und auch die Leistung bringen kann und das, was, wie es sich selbst sieht und all diese Dinge. Und so ist es dazu gekommen, dass ich getrunken habe in dem Abend und irgendwann ist sie gegangen und hat gesagt, so, ich möchte bald fahren, so, und wir sind ja zusammengekommen, kommst du jetzt mit, du weißt, so. Und im Prinzip hätte ich prinzipiell gar nicht Nein gesagt. Der Punkt ist aber, ich war noch nicht betrunken genug. Der Drang, mehr zu trinken, Thema Kontrollverlust, habe ich auch ein Video dazu gemacht. Kontrollverlust hat noch nicht genug eingesetzt. Theoretisch, das ist jetzt rein theoretisch und absurd gesprochen, wenn ich gewusst hätte, wir fahren da jetzt hin, machen Schmusi Schmusi und danach kann ich einfach wieder weiter trinken. Hätte ich es sogar gemacht. Dann hätte ich es sogar gemacht. Aber weil ich wusste, Schmusi Schmusi und dann dort bleiben, aber wie soll ich schlafen? Ich muss noch mehr. Allein das war schon Grund genug, intuitiv, diese Abwägung macht man oft gar nicht bewusst, aber intuitiv zieht es einen eher, nee, ich möchte noch hier bleiben. Ihr kennt das, wie dieser eine Kumpel, der euch auf der Party immer sagt, ich will doch nicht fahren, aber wir haben doch gesagt, wir gehen um 3, ja, aber Bruder, warte doch noch, das ist mein Lieblingslied und plötzlich sind alle Lieder die Lieblingslieder. So ging es mir doch auch, immer um 6 Uhr raus und dann noch weiter saufen, noch an die Tankstelle bis um 8 Uhr und so. Wirklich bis zum Erbrechen. Ich wusste dann manchmal, ich bin so um 9 Uhr nach Hause gekommen. Ich habe mich gar nicht getraut. Kennt ihr das? Ihr traut euch nicht schlafen zu gehen, weil ihr wisst, wie es sein wird, wenn ihr aufwacht. Dann wird es wieder dunkel. Das ist Katastrophe. Ich schweife ab. Ich wollte nur sagen, ich habe mich deswegen dagegen entschieden, weil ich Alkoholfast gemacht habe und habe darauf verzichtet. Ich will jetzt gar nicht so einen großen Skandal daraus machen. Also man kann ja auch mal sagen, nein, ich möchte das nicht. Ich will nur damit sagen, dass ich das prinzipiell schon gewollt hätte. Ich will nur benennen, was mir im Weg gestanden hat. Es war die Sucht. Es war der Drang, mehr zu trinken. Es war aber auch gleichzeitig, und das ist das Perfide, das Mittel, das es Bedarf hat, dass ich überhaupt die Lust dazu verspürt habe. Merkt ihr, was die Problematik da drin, diesen Zeitslot zu finden, dieses Bedürfnis schon gedeckt zu haben, aber auch nicht so viel getrunken zu haben, dass es passt. Das ist ein Ding der Unmachbarkeit, dass da alles glatt läuft. Das funktioniert fast gar nicht. Und so geht man eben mit. Und ich hatte es auch schon gehabt, dass ich da nicht währenddessen Angstsymptome, weil ich noch nicht genug getrunken habe, hochgekommen sind. Und ich deswegen auch nicht konnte. Also zu wenig geht irgendwo auch nicht. Und dann hat der nächste Schritt eingesetzt. Libidoverlust, das habe ich vorhin schon gesagt. Also quasi immer mehr Depressionen, die mich dazu bewegt haben, also wo ich einfach nicht die Lust dazu hatte, wo ich nicht den Drang dazu hatte, wo es auch irgendwo nicht mehr realistisch war, in dem Muster und dem Konsum und so viel, wie ich trinke, weil man auch das niemandem zeigen möchte. Und ich habe natürlich nie die Wahrheit gesagt, wenn ich mich mit Damen geschrieben habe, ich habe nie die Wahrheit gesagt, warum ich nicht kann, warum ich unzuverlässig bin, warum ich Treffen immer verschiebe, warum ich mich aber nachts mal melde oder zwischendurch, aber dann wieder 3 Tage nicht und sowas. All das so sind so Muster, wo man mit sich immer hadert und schwankt und überlegt und eigentlich nicht kann. Und dann, und das war sehr dramatisch gewesen, also das war nicht das Dramatischste, ich hatte kurz vorm Alkoholentzug, ihr kennt das Video, das Sterben auf Raten, habe ich ein Video dazu gemacht, könnt ihr euch anschauen. Als ich gemerkt habe, dass mein Körper langsam abbaut, dass ich immer mehr eingenommen werde vom Alkohol, das war die Phase gewesen, wo es immer dramatischer wurde, wo ich nicht mehr arbeiten gegangen bin, wo ich jeden Tag nur noch getrunken habe und getrunken habe und eigentlich nur noch irgendwie versucht habe zu überleben, wo ich mich jeden Morgen übergeben habe und nur noch vor mich hin vegetiert bin. Da war dieses Bedürfnis sowieso gar nicht mehr da gewesen, also innerlich nicht mehr da gewesen. Aber das hat zu dem Zeitpunkt auch nichts damit zu tun, dass man nicht eine Frau toll findet. Aber es tut sich nichts und man schafft das auch nicht da unten. Es geht nicht. Ich konnte da auch probieren, das geht nicht. Man ist quasi wie impotent eigentlich. Es geht nicht. Es funktioniert nicht.
Und da ich da natürlich zu dem Zeitpunkt mit anderen Sachen zu kämpfen hatte, war das nicht mein größtes Problem gewesen. Und ich hatte auch nicht die Gelegenheit, weil ich nicht mehr in dem Setting war, durch den sozialen Rückzug, dass ich die Gelegenheit irgendwie ergeben hätte und ich das dann leibhaftig gespürt hätte und diese Offenbarungseid hätte mir selber geleistet. Aber ich wusste das, weil ich auch, man merkt das ja dann selber, dass das nicht geht. Und nach dem Entzug habe ich mich natürlich irgendwann wieder mit Frauen getroffen und dann kam natürlich der Gedanke, also erstens, vielleicht das zuallererst gesagt, natürlich hatte ich Lust auf Sex, also das hat sich nicht geändert. Ich habe nicht den Alkohol gebraucht, um Lust darauf zu haben. Das war sofort da gewesen und das ging auch sofort wieder, Gott sei Dank. Aber es hat sich was anderes eingeschlichen. Es haben sich Gedanken eingeschlichen. Und zuallererst war der Gedanke gewesen, ähnlich wie der Gedanke, ich hatte auch so diesen Gedanken, wenn ich nicht trinke, wie schlafe ich denn überhaupt? Weil ich habe regelrecht mich in den Schlaf trinken müssen. Ich musste früh genug anfangen, um auch genug Pegel zu haben, um dann auch schlafen zu können. So ähnlich war das auch gewesen beim Thema Sex. Ich wusste nicht, wenn man so lange das betreibt, dass man nur alkoholisiert eigentlich wirklich Sex hat. Nicht immer dramatisch alkoholisiert, aber immer irgendwo alkoholisiert und eben diese Appetizer hat, wie es zu Beginn war. Oder diesen Stresswegnehmer, Blockadennehmer, Gedankennehmer, Hemmungnehmer. Dachte ich, okay, das wird vielleicht wieder da sein. Ich werde vielleicht wieder verkopfter sein. Ich werd mir vielleicht wieder unterschwellige Gedanken machen. Ich werde Blockaden haben oder sonst irgendetwas. Also ich habe mich letztendlich gefragt, wie wird das gehen? Wie wird das sein? Und wie wird es sich anfühlen? Und ich muss sagen, dass ich es im Grunde genommen, und das gehört zur Wahrheit dazu, beim ersten Mal habe ich mir wirklich Gedanken gemacht und durch diese Gedanken, ich konnte die nicht abstellen, die war da gewesen. Und auch ich habe auch so einen Druck von mir selber verspürt. Ich habe mir selber einen Druck gemacht, weil ich wollte nicht zu dieser Erkenntnis kommen. Das wäre für mich eine Vollkatastrophe gewesen. Oh mein Gott, jetzt trinkst du keinen Alkohol. Und die Erkenntnis nach Jahren ist, du kannst nüchtern keinen Spaß dran haben oder du schaffst das nicht, du kannst das nicht oder du hast Probleme damit oder aus irgendeinem Grund geht das nicht oder es macht keinen Spaß. Das wäre eine, glaube ich, schon irgendwo fatale Erkenntnis geworden. Und ich hatte aber umso größer die Angst davor, dass das eintritt. Und zu Beginn hatte ich auch das Problem, dass ich durch diese Gedanken, ne, Angst vor der Angst im Prinzip, Versagensangst oder diese Sachen, auch Angst davor hatte, dass das eintritt. Und deswegen ist es auch ein Stück weit eingetreten. Es war nicht so, dass es nicht ging. Es ging schon. Aber es war am Anfang mehr, ich hatte Probleme gehabt, mich wirklich fallen zu lassen, weil ich unter allen Umständen verhindern wollte, dass das passiert. Weil dann hätte ich wirklich irgendwie so das Gefühl gehabt, jetzt in der Abstinenz angekommen, gerade dem Tod von der Schippe gesprungen. Jetzt fängt ein neues Leben an. Ich war euphorisiert und es wäre der erste Dämpfer gewesen, der sich tatsächlich vielleicht nach Verzicht und nach Lebensqualität angehört hätte. Aber ich kann euch sagen, das ist nicht der Fall. Es kommt von diesen Gedanken und es kommt auch, man arbeitet vieles auf in der Abstinenz und es kommt vieles hoch und vieles muss man erstmal mit sich und auch Ängste kommen hoch. Wie wird das werden? Und das ist ganz normal, es ist ein Verarbeitungsprozess. Und so kann es dazu kommen, dass es am Anfang auch Schwierigkeiten dabei gibt. Aber das ging ganz schnell weg, wenn man erstmal Vertrauen zu der Partnerin. Deswegen sage ich auch immer, auch bei diesen Dingen, offen darüber reden, offen kommunizieren, sich keinen Druck machen, sich davon lösen. Und man löst sich nicht nur vom Alkohol, man löst sich immer von mehr, weil der Alkohol und die Sucht, da stecken ja immer andere Themen hinten dran, wie diese, ich muss funktionieren, ich muss leisten, aber vielleicht das wegzunehmen, das Thema hinten dran, hinter der Alkoholsucht war ja die Angststörung, war ja die Depression, die Selbstzweifel, der Selbstwert, mein Loch in mir, alles das, was ich stopfen wollte, jemand sein wollte, der ich nicht bin. Auch beim Thema Sex ist das so, zu Beginn was leisten zu müssen, irgendwie etwas gerecht werden zu müssen, sich diesen Druck zu machen. Auch das ist ja ein Thema, das dann nach oben gespült wird, wie ganz viele andere Themen in der Abstinenz. Und auch das Thema gilt es anzugehen und auch das Thema wird man angehen und auch das wird man lösen, denn auch das spielt sich hier oben ab. Und wie alle Dinge, die man aufarbeitet, wird man auch das aufarbeiten. Und deswegen sage ich, die Lösung liegt nicht darin,
daraus zu schließen, dass das irgendwie ein Verzicht ist und dass man genau mit demselben Mindset die Dinge jetzt genauso machen muss. Man kommt zu der Erkenntnis, dass es ja Gründe dafür gegeben hat, warum man eben das irgendwie gemacht hat und einem das was gegeben hat. Und jetzt muss man die Dinge eben, und so habe ich es für mich gemacht, richtig angehen und sich vielleicht völlig ehrlich machen und sagen, was blockiert mich denn, über was mache ich mir Gedanken? Und erst wenn man sich das genommen hat und das verarbeitet hat, dann kann man das vielleicht mit dem richtigen Mindset angehen. Und by the way, Sex fängt nicht beim Akt an. Heute weiß ich das. Sex fängt viel früher an. Es fängt beim Schauen an. Es fängt dabei an, wie man miteinander redet. Und es fängt bei Spielchen davor an. Und nicht dann, wenn irgendein Rauschen einem sagt, boah, jetzt hast du Bock. Eigentlich war das nie geil gewesen. Eigentlich war es nur teilweise auch für die eigene Aufwertung. Natürlich ist es ein innerer Trieb, aber es war auch für die eigene Aufwertung gewesen. Und es war auch ein Stück weit, um zu sagen, vielleicht, ich kann das noch, ich krieg das vielleicht noch hin. Vielleicht hat das auch mit einer Rolle gespielt, ich weiß es nicht. Aber wenn man das alles nicht mehr hat und alles nach oben gespült wird, wenn man sich da ehrlich macht und wieder sich mit sich konfrontiert, man sich selber begegnet, begegnet man auch dem, diesen ganz intimen Dingen, über die keiner spricht, wo auch viele Zweifel haben und viele kämpfen. Und ich habe diesen Kampf auch gekämpft und es lohnt sich aber durchzuhalten, denn es wird wieder normal und schön. Und das, was schön ist beim Sex, entscheidet jeder für sich. Und da sollte man sich nichts auferlegen und nichts vormachen oder nichts in eine Form pressen und zu denken, dass man was entsprechen muss, was der andere vielleicht erwartet, was aber vielleicht gar nicht stimmt. Vielleicht erwartet man es nur von sich selber, weil man selbst denkt, man müsste derjenige sein. Und wer man ist, erfährt man in der Abstinenz, wenn man sich begegnet und sich genau damit auseinandersetzt. Und erst dann erkennt man durch diesen Erkenntnisgewinn, dadurch wird Freiheit geboren. Weil dann löst man sich nicht vom Alkohol, sondern man löst sich von diesen Fesseln, den Ängsten, den Depressionen und diesen Dingen, die einen, diese Formen und diese Vorstellungen und diesen Gedanken, die man vielleicht entsprechen will und das nicht tut. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, lässt man das hinter sich. Und das ist dann Befreiung. Und dann kommt der Rest eigentlich, das ist wie so eine positive Dynamik von alleine und wird immer schöner und immer besser. Und heute kann ich sagen, dass natürlich in meiner Alkoholsucht, in meiner Abhängigkeit und im Rausch nicht alles schlecht gewesen ist, sich nicht alles scheiße angefühlt hat, ich auch schöne Abende und schöne Sexabende hatte und so diese ganzen Sachen. Aber es ist in der Alkoholsucht mit zunehmender Menge und zunehmender Dramaturgie der Sucht immer schwieriger, das Elixier, das einen unfähig dazu macht, aber gleichzeitig zu brauchen, um überhaupt imstande dazu sein, die Lust dazu zu haben. Es ist eine Katze, die sich selber in den Schwanz beißt. Es kann nicht anders ausgehen. Und drumherum passieren eben so viele Dinge, die einem das irgendwann offenbaren. Mir ging das schon sehr nahe und irgendwann wollte ich das auch nicht mehr zulassen, weil ich mir das selber nicht eingestanden habe, dass ich auch das irgendwann nicht mehr kann und nicht mehr, ja, selber imstande dazu bin, selbst diesen Grundbedürfnissen nachzukommen. Gut, meine Lieben, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Das war ein sehr intimes Video gewesen. Ich habe überlegt, wie ich das gestalte und was die wichtigsten Punkte sind. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Schreibt auch gerne eure Erfahrungen in die Kommentare. Sehr gerne, wenn ihr das möchtet. Wir sind ein offener Kanal. Wertet bitte nicht andere Leute, bleibt fair in den Kommentaren. Ich weiß, ich habe eine geile Community, macht das sowieso nicht. Ich wollte es nochmal gesagt haben. Finde ich sehr cool, wie wir miteinander umgehen. Das weiß ich wirklich zu schätzen, meine Lieben. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte ein Like, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Und ihr wisst, in Südhessen sagt man immer noch Gude. Also bis dann, meine Lieben. Gude. Ciao. Would it be wrong, would it be right, if I took my life tonight, to his society that mine, mutilation at his side, and I contemplated suicide, cause I'm losing my sight, losing my mind, wish somebody would tell me I'm fine, losing my sight, losing my mind, wish somebody would tell me I'm fine.